Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und hier im Cinemax in Kiel im Kap, vielen Dank, dass wir es hier wieder machen dürfen, sitzen Henry und Arne, moin. Moin, wir haben es doch nochmal kurz vor Silvester geschafft. Ne? Draußen gehen schon die Böller hoch, aber wir gehen ins Kino. Und zwar, sagen wir es so, ein Familienfilm kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Da kann man wirklich mit allen rein. Da kann man mit allen rein. Harmlos, Zeichentrick, da passiert nichts. Da kann man mit jeder ganzen Familie rein. Naja, das würde Charlie Brown, um den geht es nämlich hier, glaube ich, anders sehen, dass er jetzt sagt, da passiert jetzt so gar nicht. Wir haben übrigens nicht Bruder vor Luda gesehen und werden es auch nicht mehr sehen, oder? Mir sagt der Film nicht mehr was. Das ist beruhigend für dich. Nein, also wir haben gesehen, Peanuts, der Film, ab 0 Jahre, da kann man mit einem Neugeborenen direkt aus der Entbindungsstation noch hierher. 89 Minuten und die Peanuts, ja, jetzt ist mir die Frage, wie erklärt man den Jüngeren heutzutage, was die Peanuts sind? Wir sind damit ein bisschen mehr aufgewachsen. War, glaube ich, mehr in Comic-Strips, dann war es eben für uns Comic bzw. Cartoon um rund einen, ja, Versager wollen wir ja nicht sagen, aber einen tollpatschigen jungen Mann, einen Jungen, so Grundschule-Alter, namens Charlie Brown. Genau, und eigentlich, ich denke mal, fast jeder wird Charlie Brown kennen. Die Comic-Strips werden häufig wiederholt, so habe ich zumindest mal gesehen. Es gibt Bücher über den, ganz klar. Also ich glaube, das kann man voraussetzen, dass jeder weiß, wer Charlie Brown ist. Gelber Pullover mit schwarzem Kreuzmuster, Blitz. Wellen, nennen wir es doch Wellenmuster. Ich hatte ja Blitzmuster gesagt, aber gut. Ja, es geht um den Loser Charlie Brown, der versucht, jemandes Herz zu erobern. Genau, und das schon in der Grundschule, nicht? So früh waren sie. Spielt aber mehr so in den 50er Jahren und der ganze Stil orientiert sich auch so an den 50er Jahren. Die Frisuren, nicht? Die sind nicht gealtert, die sehen immer noch so aus wie damals. Das ganze Gehabe dort, nicht? Und es gibt immer noch diese ganzen skurrilen Typen, nicht? Also zum Beispiel den Beethoven-Fanatiker, der immer sein Klavier dabei hat, nicht? Wie heißt er? Schröder, genau. Den, der immer stinkt, diese hier Lucy, die ja eigentlich auch Charlie Brown nett findet oder auch nicht, die aber gleichzeitig noch Psychologin sozusagen für Kinder ist. Das ist auch bei dem Film jetzt wieder, die Erwachsenen kommen im Bild nicht vor, sondern sie sprechen immer nur sowas, was man nicht versteht. Ja, das war jetzt, ich möchte mal sagen, die Retro- Ergänzung, warum man das gut findet und als aus Sicht von etwas Älteren, so wie wir. Wenn man jetzt meiner Meinung nach darüber redet, wie der Film war, darum möchte ich jetzt mal anfangen, so möchte ich, dieses Ganze steht auf der einen Seite und sagt aber über den Film nichts aus. Also wenn man die Comicstrips mit jetzt dem Film vergleicht, dann ist das praktisch der Film und also die Comicstrips in Bewegung. Aber der Film an sich, ich möchte sagen, ich fand ihn uninspiriert. Tatsächlich. Okay. Ich fand ihn langweilig, muss ich sagen, und ich habe gehofft, er geht zu Ende. Das 89 Minuten waren es ja auch nur. Genau. Gott sei Dank. Da kommen wir ja schon halbwegs in die Wertung. Ich will noch ganz kurz zum Stil was sagen. Er ist, obwohl wir ihn jetzt in 2D gesehen haben, es gibt ihn noch in 3D, ist er sehr plastisch gedreht. Und natürlich der geheimliche Hauptdarsteller ist Snoopy, der Hund, der nicht spricht, aber mit seinem Woodstock, dem kleinen Vogel, eben große Abenteuer erlebt auch und auch immer wieder coole Sachen macht. Naja, und vor allen Dingen den Film verlängert dadurch, dass er die Einspieler hat, wo er mit seinem Häuschen was macht, nicht? Genau. Also das verlängert den Film um 20 Minuten. Da gibt es sozusagen noch eine Parallelgeschichte, so eine Fantasiegeschichte, spielt im Ersten Weltkrieg. Und da könnte man jetzt doch ein oder zwei kleinen Kindern, die mit null da noch reingehen, schon mal Erklärungsnöte kommen, zu erklären, weshalb da jetzt Erster Weltkrieg und was da geschossen wird. Also ja, okay. Aber das ist eine seltsame Sache, die sozusagen, finde ich, so ein bisschen komisch da nur so bedingt reinpasst. Die war nur dazu da, um den Film zu verlängern, ganz klar. Ich merke schon eine kleine Aggression gegen diesen Film bei dir. Er hat mich gelangweilt. Ich fand ihn öde. Siehst du, dann kommen wir mal zur Wertung. Ich fange mal an, weil ich fand ihn gut. Das ist nämlich, und ich wollte ja auch noch erzählen, dieser Stil, genau das wollte ich erzählen. Es war nicht 3D, aber was wir gesehen haben, ist zwar auch in 3D, erwähnte ich schon, aber er ist sehr plastisch gezeichnet. Also es ist wirklich erstaunlich bunt natürlich auch, aber auch wirklich sehr 3D-mäßig, selbst in 2D. Man kann es nicht beschreiben, es sieht irgendwie knallig aus. Aber zur 2D. Wertung. Ja, es ist 2D für dich. und ich fand ihn richtig klasse. Also so gesehen werden wir heute mal ganz unterschiedlich wohl werten. Ich fand gerade
gerade dieses Retro toll. Ich fand gerade diesen altertümlichen Charme toll. Ich war aber auch schon immer Charlie Brown-Fan, weil das irgendwie so ein Versager-Typ ist, der aber trotzdem das Herz auf dem rechten Fleck hat und eigentlich alles richtig macht. Also nicht auch hier, wo man, also bei vielen anderen solchen Sendungen denke ich mir, ah, warum macht er das jetzt? Und hier, nö, er macht das Richtige aus dem, was ihm sozusagen widerfährt. Die Typen sind alles gut. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt. Es war immer wieder irgendwas Abgefahrenes, wo dann was passierte mit dieser Tanzshow oder und. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Also so gesehen gibt es von meiner Seite, ja, vielleicht mit kleinen Abstrichen dagegen, dass man diese Snoopy-Geschichte so seltsam vielleicht finden kann, durchaus angenehme 7,5 Punkte. Also nö, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ja, also mir hat dieses Retro-artige nicht gefallen. Für mich ist das tatsächlich nur ein Film für die Leute, die Comics kennen von früher und das Geld machen mit der Verfilmung dieser Comicstrips. Wie gesagt, die Story von Snoopy passt da nicht rein. Die ist einfach nur dazu da, die auch noch unterzubringen, weil es die auch jeder kennt, denke ich. Ja, ob nun plastisches 2D überhaupt existiert, möchte ich mal dahingestellt sein lassen, aber es ist ein 2D-Film, er ist halt... Frag mal die Hersteller von 4K-Fernsehern, die sagen alle, das ist... Und Curve. Dass es 2D gibt, aber gut. Ja, nein, also es ist ein Animationsfilm, es ist ein Film, ja, es ist ein Comicstrip über Charlie Brown, wie gesagt, da braucht man jetzt nicht viel reden, der kann halt nicht anders. Er hat halt vielleicht auch mal Glück, klar, aber es ist halt... Gott, ich fand jetzt nicht so skurril ist das alles nicht, meiner Meinung nach. So überraschend ist es vor allen Dingen auch nicht. Und nur um da zu sein und zu sehen, ja, es ist Charlie Brown und er lebt wie im Comicstrip, fand ich das einfach, ich fand's öde. Also ich hatte gehofft, er wäre früher zu Ende. Insofern gebe ich dem Film 4 Punkte. Ja, siehst du, sind wir mal völlig auseinander, ne? Was machen sie nun draus? Keine Ahnung, ne? Das ist ihre Entscheidung. Aber wir haben unsere Meinung gesagt. Tja, siehst du, ich hatte gehofft, du hättest ihn, aber na gut, wir werden es gleich nochmal unter Männern ausdiskutieren hier. Dann war's das für heute. Wir wünschen auf jeden Fall einen herzlichen und wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Und auch dort kündigen sich ja großartige Filme an. Wir wissen jetzt gar nicht welche, aber es ist gekommen, glaube ich. Tausende von Fortversetzungen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch noch das eine oder andere neue. Und aber sozusagen, es lohnt sich trotzdem nochmal in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Stunden auf diesem Kanal zu bleiben, weil wir werden gleich in der gleichen Klamotte, in dem wir jetzt schon sind, überraschenderweise wahrscheinlich erklären, was wir finden, jeder, was die drei tollsten Filme des Jahres 2015 waren. Weil jetzt haben wir sie wirklich alle gesehen. Ne? Der fehlte noch, jetzt haben wir sie. Joy läuft ja erst morgen an oder übermorgen. Genau, wollen wir den sehen? Nein, ich glaube auch nicht. Der kommt nicht in unsere Wertung. Ja, und Bruder vor Luda auch nicht. Aber ja, deswegen lohnt es sich, nochmal reinzuschauen. Ansonsten allen anderen schon mal guten Rutsch. Und ja, bis dann nächstes Jahr. Und vielen Dank, dass Sie unsere Zuschauer waren und sind. Ne? Auch jetzt kriege ich fast eine Träne. Genau. Hast du gesehen übrigens hier unsere Star Wars Rezension? Mehrere tausend Abrufe. Star Wars zieht immer. Ja, nee, Star Wars bricht alle Rekorde, selbst bei uns. Wir sollten häufiger was über Star Wars machen. Ja, wir machen jetzt nur noch Star Wars. Ne? Genau. Und tschüss.